Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um die große Zinkenegge. Dieser Mod kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Gruppe. Der Autor von diesem Mod heißt M.Mihail. Und die Modgröße beträgt ca. 3,23 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser ca. 3 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann ca. nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Und dann haben wir auch schon die große Zinkenegge. Aktuell jetzt hier Lizard BZ-5.5. Diese wiegt ca. 1,1 Tonnen, braucht mindestens 80 PS und hat eine Arbeitsbreite von ca. 5,5 Metern. Aktuelle Arbeitsgeschwindigkeit liegt hier bei ca. 12 km/h. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 14.000 Euro. In der Konfiguration selber können wir hier zum Beispiel wählen die Hauptfarbe, entweder hier in Blau, in Rot oder auch gerne in Grün. Der Preis bleibt gleich bei ca. 14.000 Euro. Wir haben hier aktuell mal ein paar Modelle hingestellt und möchten diese auch gerne mal testen. Dazu habe ich mir einen John Deere genommen und die großen Zinkenegge. Wir hängen die hier mal an, also X mit ankoppeln. Genau. Und dann kann man hier zum Beispiel in der Tastenbelegung wählen, L1 und Kreis für Heben und Senken. Und sonst habt ihr hier keine Tastenbelegung wählbar. Dann senkt man das Ganze hier mal und fahren hier mal eine Bahn hier nach oben, um uns das Ganze hier mal anzuschauen. Das hier fungiert wie eine Art Gruber. Man sieht das ja hier. Und ist auf jeden Fall auch schon ein schöner Mod. Mit knapp 5,5 Meter. Hier ist natürlich auch alles beweglich, wenn man das jetzt mal hier so betrachtet. Und ich finde das Ganze auf jeden Fall auch schon schön gemacht. Wir haben an den Seiten die Bahntafeln, ne, für die Überbreite zum Beispiel. Und haben jetzt mal hier mal die Bahn mal gekrubbert. Und sieht auf jeden Fall auch schon sehr schön aus. So, dann sind wir hier schon am Ende der Bahn. Können das Ganze wiederum anheben. Und wenn man das jetzt hier mal genau betrachtet, dann bewegt sich hier sogar noch die ganzen Zinken mit. Finde ich auf jeden Fall auch schön gehalten. Genau. Wir können uns das Ganze hier mal genauer noch anschauen. Na, hier die ganzen Zinken, die Warntafeln und Co. Hier sieht man noch die Schrauben, die Muttern und Co. Ist auf jeden Fall auch schön gemacht. Ja, und das Ganze hat schon mal. Mit knapp 3 MB kann man sich das Ganze hier auf jeden Fall gerne mal laden und auf Dauer mal testen. Dann sind wir ja hier aber auch schon zum Ende von diesem Video hier angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr dazu Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf Twitch oder schaut im Discord vorbei. Die Links zu Twitch und zum Discord findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.